Oh, Alter, was geht ab, Leutonge? Es ist Montag, es ist Max Out Monday. Ich schwöre, ohne den Tag wüsste ich nicht mal, welcher Tag heute ist. Ah, die Tage verschwimmen, man geht nicht mehr raus, Arbeit ist nicht mehr normal. Das Leben ist momentan echt komisch, Leute. Wir sind kurz davor, Gen 5 zu maxen, aber davor, wir sind ein bisschen zu schnell. Lassen uns ein bisschen Zeit mit Gen 5, muss ich noch ein paar Sachen fertig maxen, ein paar andere Formen und so weiter. Angefangen mit Logok, überraschenderweise. Ich dachte immer, der wäre gemaxt, aber ich erinnere mich zurück. Es war C-Day in Hamburg auf meiner Deutschland-Tour, also schon fast ein Jahr her, 11 Monate ungefähr. Und während der Tour habe ich nichts gemaxt. Und als ich zurückkam, hatte ich nicht mehr genug Bonbons, um den fertig zu maxen, denn zwischen dem C-Day und als ich zurückkam zum Maxen, zum Max Out Monday oder Max Out alles von der Tour, Staub ausgeben von der Tour, habe ich versucht, ganz viele EP zu machen. Das war ja das EP-Rennen gegen Spieltrend und da habe ich alle Bonbons vom C-Day verbraten fürs Entwickeln, für die EP. Und konnte ihn nur noch ein bisschen pushen. Und dann, im Video habe ich dann gesagt, ja, okay, ich werde den irgendwann fertig pushen. Habe ich aber nie. Ein Jahr später ungefähr. Und der ist immer noch nicht Max. Jetzt machen wir das. Alter, da haben die Bonbons leider nicht gereicht. Seitdem. Das war auch schon der letzte Push. Dreimal pushen fehlt noch. Noch einmal 12 und dann 2x15. Tut mir leid, Leute. Nicht ganz. Wie gesagt, das ist jetzt 11 Monate her und ich habe den immer noch nicht fertig gemaxt. Oh mein Gott. Jetzt aber. Und mir ist das aufgefallen. Hat ein Zuschauer bemerkt, als ich letztens dieses alle meine Pokémon von Gen 3 gezeigt habe, weil mit Gen 3 sind wir fertig mit dem Maxen. Und dadurch, dass wir jetzt auch mit Gen 4 fertig sind, soweit wie es geht, kommt demnächst auch ein alle meine Pokémon, Top WP, Shiny, Lucky Shiny, 100er und so weiter von Gen 4. Und das heißt, wenn ihr alle Teile zusammentut, dann wisst ihr genau, weil ich werde immer gefragt, warum, wie viele 100er hast du, wie viele fehlen dir noch, wie viele Shinies und so weiter. Wenn ihr alle Teile zusammentut, dann wisst ihr alle meine Pokémon, wirklich alle, Shinies, Luckys, Shiny Luckys, 100er, wirklich alles. Ah, naja. So, das Logok, dann, wie heißt denn der Kerl, Mann? Gib einfach mal ein, plus Perlu. Saganabis. Einen habe ich schon gemaxt. Ich hatte mal einen Perlu gemaxt. Und dann habe ich den entwickelt. Weil ich beide Formen hatte. Also ich hatte einen 100er vom Quest Day. Habe nur den gemaxt, ohne zu entwickeln. Habe dann noch einen 100er bekommen aus der Quest. Habe den dann beide entwickelt. Es sind beide Male derselbe geworden, leider der andere. Und dann habe ich nochmal den 100er gejagt. Die Quest immer gesammelt. Und dann habe ich zum Glück den hier bekommen. Sprich, der eine ist schon Max, weil der war ja ein Max Perlu. Jetzt muss ich noch den hier maxen und dann haben wir beide auf Max. Murat ist online für PvP-Interaktion. Wir können aber leider nicht. Komische Zeit. Also staubtechnisch, ja, geht so. Mal schauen, wie viel wir jetzt im April machen können. Vor allem heute haben wir auch noch ein bisschen was vor. Deswegen schauen wir mal. Könnte sein, dass wir heute auf unter 1 Million fallen. Ich weiß nicht, die Pokémon, die wir danach noch pushen, sind relativ hoch. Wie immer, schreibt in die Kommentare, was ihr gemaxt habt. Und falls ihr mich und den Kanal unterstützt, gebt gerne einen Like, einen Kommentar, ein Abo, aktiviert die Glocke. Ansonsten stellt einfach irgendwelche Fragen und die werden wir dann beim Pushen beantworten. Können wir eigentlich jetzt machen, weil... Wobei... Ja doch, machen wir das jetzt. Kann man eine E-Mail-Adresse von meinem Account entfernen? Fragt der Finn. Ich habe keine Ahnung, Finn. Tut mir leid. Hong! Granbull ist zu stark in PvP. Hab nur gewonnen. Hab 100er. Granbull, gönn dir, Mann. Ich kämpfe auch immer gerne mit Granbull, nicht in PvP. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber in den Raids habe ich immer sehr oft und sehr gerne mit dem gekämpft. Frage für den nächsten Max on Monday von Michael Sticks. Was sind das eigentlich für Zettel in deiner Handyhülle? Bustickets? Yes. Das hier, das sind meine Fahrkarten. Also nicht nur Bus, sondern allgemein MVG, Münchner Verkehrsgesellschaft. Das ist einfach meine Monatskarte. Das hat eigentlich jeder hinten in der Handyhülle. So hast du es halt immer dabei, auch wenn du deine Geldbörse oder so, dein Portemonnaie vergisst. Und du musst es halt nicht immer rausholen, sondern immer wenn der Controller kommt, kannst du es einfach immer so eben hinhalten, weil Handy hast du eh in der Hand. Machst halt schnell so. Sehr, sehr praktisch. Ups. Tom Reich. Für den nächsten Max Out Monday habe ich eine Frage. Was ist das beste Muster für ein Garados mit 2 Ladeattacken? Keine Ahnung, Mann. Am besten einfach googeln. Es gibt viele Seiten. Also für solche Sachen immer googeln, weil
Google ist halt echt schlau. Google weiß alles. Immer solche Seiten, weil ich würde es halt einfach auch googeln und an dir sagen, also kannst halt gleich googeln. Servus, ich bin's, der Jonas aus deinen Videos. Ich glaube nicht, Mann. Ich glaube nicht, dass du Jonas bist. Wo ich das weiß, weil da steht Jonas D. und Jonas ist heißt anders. Komischer Typ. Kommt eigentlich noch eine Gen oder war's das mit Pokémon Go? Nee, Pokémon Go ist tot. Quarantäne, alles vorbei, Mann. Spaß, natürlich kommen noch alle Gens. Pokémon Go lebt und wird noch fleißig weitergespielt und läuft auch noch für Niantic, also warum nicht? Die wichtigste Frage, die wir uns alle stellen. Ups, keine neue Attacke. Woher die ganzen Hunderte unter Sternstaub? Diese Frage stellt sich keiner, der meine Videos schaut. Maps und Spielen. 2494, Max Alagabis, glaube ich, heißt der. Ne, das ist Sanagabis und das ist Alagabis. Und dadurch, dass wir April haben und der April macht, was er will, maxen wir jetzt natürlich auch noch die verschiedenen Formio-Formen. Und ich habe nicht mal Formio normal gemaxt. Ernsthaft? Vielleicht machen wir eine einzelne Folge daraus. Weil das sind dann nochmal 4 Pokémon. Ich dachte, ich hätte Formio normal schon gemaxt. Und der ist ja Endslow. Vielleicht hole ich mir noch einen höheren mal. Okay, das wird verschoben auf nächsten Montag. Okay, ich habe jetzt mal durchgeschaut. Da ist nicht mehr so viel Auswahl. Das heißt, nächste Folge Formio und dann müssen wir halt mit Gen 5 weitermachen. Außer wir machen irgendwas doppelt, was wir schon haben, aber muss nicht sein. Deswegen hier mein 98er Tag 14 Kamalat aka wie auch immer der Knackack, genau so heißt er. Ja, weil mehr geht nicht. Es war mein zweites Kamalat überhaupt aus dem, also erstes aus dem Ei, zweites Gesamt und das hatte direkt 98. Attack, aber leider nur 14. Macht jetzt nicht so einen großen Unterschied. Und los geht's. Das heißt, er ist Level 20 aus dem Ei. Aber kann man dann hier nochmal der IV-Check für euch. Genau. Vor einem guten halben Jahr. So, das haben wir dann auch abgehakt. Und eine ruhige Folge heute. Da fahren wir doch nicht unter die Millionen. Aber wird knapp und dann nächste Woche 4. Alle 4 Formio-Formen. Ne, 5, oder? Wie viele Formios gibt's? 4 gibt's. 4. Normal, Sonne, Regen und Eis. Das sind, weiß nicht, auch schon mal 600.000 bis 800.000. Naja. Aber endlich mal ein. Den hätte ich eigentlich schon lange wachsen können. Kam natürlich kein 100er bisher rein. Auch nicht beim Event, wo es jetzt so viele Kamalat gab. Leider. Darauf haben wir natürlich gelauert und gewartet, aber. Nee. Kam schon länger kein krasser 100er mehr rein in München. Kein Ordoch. Ich kenne viele Städte, die hatten Ordoch 100. Kein Palimpalim. Ich kenne auch viele Städte, die haben 100er Palimpalim bekommen. Und kein 100er Kamalat. Also schon schwach von München. Naja, alles kommt irgendwann. Keine Sorge. So, ich glaube, ich habe mal vorgespult, weil ich hatte nichts mehr zu sagen. Oh, der Staub. Der mächtige Staub. Wir nähern uns auch wieder dem Ende vom Staub. So, ein Push noch. Und Max
kurz unter 4000. Wow. Der ist ziemlich stark. Moveset muss ich nochmal nachschauen. Vielleicht wisst ihr das perfekte Moveset. Ansonsten natürlich Google benutzen. Sollte ich mich an meine eigenen Ratschläge halten. Dann kurz noch nach WP sortieren. Oh wow. Er hat es in die Top 3, 6, 9, 12. Hat es in die Top 20 geschafft. Nicht schlecht. Über den ganzen Despos, über Ho-Oh. Wow. Das war's von mir, Leute, und vom Max Out Monday. Wir nähern uns dem Ende. Es fehlt echt nur noch Gen 5 eigentlich. Und natürlich der Sternenstaub. Mal schauen, was ich danach maxen werde. Aber das war's von mir. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.